Hallo und herzlich willkommen zum Angebot des Tages. So, die ersten Genüsse der Festtagsbraten haben wir wahrscheinlich schon hinter uns. Zwei Adventssonntage. Oh ja. Nikolaus liegt hinter uns und da hat der eine oder andere kleine Nikolaus vielleicht schon Spuren hinterlassen. Also bei mir schon. Ja, bei mir ich auch. Müsste wieder ein bisschen mehr machen. Einfach mal ein bisschen präventiv arbeiten, vorher schon was für die Figur machen, bevor man sie dann hinterher mit der Linzertorte oder ähnlichem ruiniert. Und da haben wir jetzt das perfekte Sportgerät für Sie. Und ja. Kathi, die ist richtig Profi, wenn es um Vibrationstrainer geht. Ja, und wir haben ein tolles Gerät für Sie heute hier im Angebot des Tages. Vibrationstrainer sind total in momentan. Der wahnsinnige Trend. Wurden ursprünglich mal für die Weltraumforschung entwickelt, waren dann in den USA bei ganzen Promis und Sternen total beliebt, weil man halt mit diesen Geräten in ganz kurzer Zeit einen sehr hohen Trainingseffekt erzielt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt. Diese Platte hier unten, das ist die Standplatte, auf die stellt man sich drauf, die vibriert. Und zwar hier diese Platte in zwei Vibrationsarten. Ich mache das mal an. Das ist die horizontale Vibration, die jetzt angeht. Sie sehen, die vibriert quasi so ganz schnell. Und dann ist hier die vertikale Vibration, die schalte ich mit zu. Das ist nochmal eine Vibration quasi so in der Platte. Und die beiden Vibrationsarten kombiniert hier zusammen in der Platte, das erzeugt eine tolle Vibration, die die Muskulatur im Körper sehr gut umsetzen kann. Und dann stellt man sich in der Einsteigerübung einfach mal auf das Gerät drauf und lässt die Muskulatur von ganz alleine arbeiten. Ja, und das ist das Geheimnis. Ist kein Geheimnis, man steht drauf, genau so, vielleicht die Knie noch ein klein wenig angewinkelt, ja. Und dann hat man sowas wie früher, man kennt es vielleicht, wenn man früher Skigymnastik gemacht hat, nur ist das jetzt viel, viel effektiver, denn allein durch diese Vibration werden bis zu 98% der Muskeln aktiviert. Ehrlich gesagt, man verarscht die Muskeln ein bisschen, man sagt denen, du musst jetzt was tun, und das kann man normalerweise eigentlich nur durch aktive Bewegungen, beim Bankdrücken, beim Joggen, ja, hier steht man drauf und ist eigentlich passiv und alles andere macht diese Vibration. Ich habe es am Anfang belächelt, das gebe ich ganz, ganz offen zu, aber seit mehr als einem Jahr bin ich ein Fan davon. Aus zwei Gründen. Erstens mal habe ich vom ersten Tag an gemerkt, es macht Spaß und es bringt mir was. Man wird beweglicher, die Gelenke werden geschont und man trainiert trotzdem. Und das in einem Bruchteil der Zeit, wie man eigentlich herkömmliches Training machen muss. Du gehst joggen, eine Stunde im Wald oder Radfahren, anderthalb Stunden oder machst ein ganz normales Training im Fitnesscenter, auch weit über eine Stunde. Das schaffst du hier innerhalb von 10 Minuten, Kathi, und das ist phänomenal. Ja, das Training ist halt sehr effektiv. Ich habe es eingangs gesagt, das ist ganz toll, weil mehrere Muskelgruppen gleichzeitig angesprochen werden. Sie sehen, wenn ich einfach nur in der Ausgangseinsteigerübung quasi hier auf dem Gerät stehe, meine Beine sind am Arbeiten, die gesamte Muskulatur in meinen Beinen reagiert hier, man drückt schön gegen die Bewegung der Platte, da arbeitet alles, aber auch weiter oben, also von ganz unten, Sie sehen es, bis oben hoch in den Oberkörperbereich arbeitet meine Muskulatur. Hier ist meine Bauchmuskulatur mit in Bewegung, mein Po hinten, der Rücken, das ist alles fest, das ist alles angespannt, Sie sehen es, das arbeitet alles, die Muskulatur arbeitet hier überall. Und dann habe ich rechts und links diese Expander hier, an denen halte ich mich am Anfang fest, wenn ich noch ein bisschen unsicher auf dem Gerät bin, später im Verlauf mache ich schöne Kniebeugen und nehme dann hier die Expander mit für die Arme. Das ist auch noch was, was wichtig ist. Es gibt unendlich viele Übungen, wo man sich langsam ranarbeiten kann. Und übrigens in der Bedienungsanleitung im Begleitschreiben, da sind schon einige Übungen mit dran, aber man findet wirklich ganz, ganz viele, auch mit Videos, gerne im Internet, auf YouTube oder auch beschrieben natürlich. So, jetzt wollte ich den zweiten Punkt noch ansprechen, der mich auch zu 100% überzeugt hat. Und zwar im April, ist schon eine Weile her, hatte ich eine Meniskusverletzung, innen als auch Außenmeniskus waren kaputt. So, und ich war nach einer Woche wieder fit. Und zwar aus dem einen Grund, nach 5 Tagen nach der OP bin ich zum ersten Mal wieder auf den Vibrationstrainer gestanden. Und dann merkst du, wie hier Muskeln in unglaublicher Schnelle wieder aufgebaut werden. Und zwar viel, viel schneller, als wenn ich's nur durch normales Training gemacht hätte. Und mein Bein war ruckzuck wieder im Normalzustand. Auch die Muskulatur natürlich. Die Wundheilung, die ging länger als der Muskulaturaufbau wieder. Und das spricht ja für den Vibrationstrainer. Jetzt nicht mit jeder Verletzung sagen, ich muss auf den Vibrationstrainer, wird alles gut. Nein, in der Reha wird der zwar eingesetzt, aber da bitte nur in Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Orthopäden.
Orthopäden. Das ist wichtig, weil wir sind keine Ärzte. Wir können jetzt nicht sagen, bei Ihrem neuen Hüftgelenk wäre das die richtige Trainingsmethode. Das muss Ihnen Ihr Arzt sagen. Aber ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Und das war eben unglaublich, wie schnell ich wieder voll belastbar war auf meinem Knie nach dieser OP. Und man kann halt sehr gelenkt schon darauf trainieren, das ist auch nochmal ganz wichtig. Man kann in jedem Alter darauf trainieren, ja. Auch das eine ganz tolle Sache, ganz, ganz wichtig. Egal wie alt Sie sind, gerade wenn Sie schon ein bisschen älter sind und sagen, ich möchte wieder ins Training einsteigen, dann ist so ein Vibrationstrainer ideal, denn Sie haben ihn zu Hause in Ihrer gewohnten Umgebung und können innerhalb von kürzester Zeit trainieren. Ja, man merkt es auch ganz schnell. Jetzt nur angenommen, Sie wohnen im zweiten Stock und im ersten Stock, kein Aufzug, nach dem ersten Stock, merken Sie schon, oh, jetzt noch ein Stockwerk, dann haben Sie vielleicht noch eine Einkaufstüte dabei und dann geht es fast nicht mehr. Und das werden Sie merken, wenn Sie mal 4 Wochen auf diesem Vibrationstrainer stehen, dass es einfach jeden Tag besser geht, dass Sie im ersten Stock gar nicht mehr nachdenken, dass Sie noch zum zweiten laufen müssen. Sie schaffen das einfach, weil Ihre Muskulatur wieder angepasst ist. Und das eben ohne jetzt irgendwo ins Fitnesscenter zu gehen. Da wird man als älterer Mensch sowieso immer ein bisschen komisch angeschaut. Also ich bin jetzt, da zähle ich mich jetzt auch schon dazu. Ich war das letzte Mal in einem Fitnesscenter, da waren lauter so 18 bis 25-Jährige um mich rum. Und da kommst du dir angegafft vor. Auch wenn es nicht so ist, du kommst dir einfach als Fremdkörper vor. Und dann ist es doch schöner, wenn du zu Hause trainieren kannst. Geld ersparen ist natürlich auch enorm, denn so ein Fitnesscenter kostet heutzutage, ja, wenn es ein günstiges Angebot ist, 50 Euro im Monat, gibt es aber auch für 80. Und dann diese Vibrationsplattform, die musst du meistens auch noch extra bezahlen. Ja, das stimmt. Und die kosten dann richtig viel Geld. Also normalerweise so eine halbe Stunde auf so einem Gerät kostet dann auch gleich so 40 Euro mindestens. Also da lohnt es sich schon, sich so ein Gerät einfach nach Hause zu holen und zu Hause im gewohnten Umfeld in Ruhe zu trainieren. Da weiß man auch am besten, wann man die 10 Minuten pro Tag einfach hat. Ja, eben. Und die können Sie sich nehmen. Machen Sie das einfach wie ich. Setzen Sie es in Ihren Tagesablauf rein. Irgendwo, vielleicht nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, vielleicht auch nach dem Mittagessen oder nachmittags oder nachts. Sie können 24 Stunden am Tag trainieren hier. Oder meine Mutter, die macht das immer nur 5-minutenweise, die geht aber 2-3 Mal 5 Minuten am Tag drauf. Ist auch gut. Und auch da, ja, auch da ist es sehr, sehr effektiv, so wie man eben Zeit hat. Aber machen Sie es zum festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs und dann wird es sehr, sehr effektiv. Und Sie werden nach 4 Wochen werden Sie sagen, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Tausende haben es schon vor Ihnen angefangen und es ist im ersten Moment den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber muss man eigentlich gar nicht so arg, weil man steht drauf und wird dadurch trainiert. Erst später, wenn man sich besser fühlt, dann, wenn man fitter ist, dann erhöht man natürlich auch die Frequenz. Geht vielleicht mal von 3 auf 4 oder auf 5 bis 15 haben wir ja hier die Möglichkeit. 15 Vibrationsstufen. Und auch schon das macht Spaß, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt endlich mal auf Stufe 5 eine Viertelstunde oder 10 Minuten durchhalten. Und so steigert man sich langsam und wird dann ganz im Gegenteil zu den letzten Jahren vielleicht jeden Tag fitter. Nicht jeden Tag schlaffer, weil man nichts macht, sondern jeden Tag fitter. Und hier sehen wir gerade vorne auch die Fernbedienung bei dem Gerät. Das heißt, man kann da wunderbar auch von oben heraus schalten. Und hier sehen wir jetzt auch was ganz Wichtiges, denn man kann auf dem Gerät nicht nur die Muskeln aufbauen und trainieren, sondern sich auch schön entspannen und die Muskulatur dehnen. Und da hast du ja schön was vorgemacht und Daria hat es dann direkt nachgemacht. Also hier haben wir jetzt keine Trainingsübung zum unbedingten Muskelaufbau, sondern zum Lockern. Auch mal das den Rücken, Lockern, den Po und Ähnliches. Und auch da zur Lockerung gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, wie man den Rücken, den Hintern, die Schenkel, die Waden, alles lockert. Und ich muss sagen, das habe ich auch gerade zu diese lieben Lockerungsübung, gelernt. Dieses hier zum Beispiel mit auf dem Gerät sitzen, das kann man sehr gut am Anfang machen, bevor man mit dem Training anfängt. Die Lockerungsübungen dann generell, um zum Beispiel die Muskulatur auch dementsprechend dann vielleicht am Ende des Trainings nochmal durchzulockern. Da gibt es ganz tolle Sachen, unter anderem können Sie sich da zum Beispiel auch einen Stuhl einfach vor das Gerät stellen, um die Muskulatur einmal durchmassieren, durchlockern zu lassen. Also auch hier vielfältige Möglichkeiten. Sie sehen hier nochmal schön, wie die Daria das macht, schön
schöne Dehnübung auch, wenn Sie Muskulaturverspannung haben, auch vielleicht mal im oberen Rückenbereich, dann kann man sich toll dehnen. Hier wird jetzt auch gezeigt, wie die Muskulatur hier noch mit der Beine, aber auch oben der Rückenmuskulatur, der Armmuskulatur durch die Vibration vom Vibrationstrainer dann gedehnt wird. Also auch das können Sie einfach mal ausprobieren dann im Verlauf, was Ihnen gut tut. Gerade wenn Sie Verspannung haben der Muskulatur, dann auch mal hier zu den Dehnübungen greifen. Und der Ralf hat sich jetzt hier schon richtig bequem gemacht, denn der nutzt das immer aus. Der entspannt sich auch gerne auf dem Vibrationstrainer, gerade nach einem harten Training. Hier sehen wir mal schön die Beine. Die können Sie da so auslockern lassen mit so einem Vibrationstrainer. Das geht aber auch, wenn Sie den Vibrationstrainer zum Beispiel einfach vor Ihre Couch oder Ihren Fernsehsessel holen und sich dann draufsetzen und die Beine aufstellen. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Da kann der Ralf, glaube ich, uns hier einiges von berichten. Kati, ich komme auf Timer. Da sind wir 8 bis 10 Stunden hier im Studio gestanden. Ja. Du kennst das selber. Dann tun dir die Füße weh. Ja? Und mir ist es früher auch öfter mal passiert, dass ich nachts aufgewacht bin mit Wadenkrämpfen. Und seit ich das jetzt hier ab und zu mal abends mache, das mache ich nicht jeden Abend, aber dann setze ich mich hier drauf und lege, also ich setze mich nicht drauf, ich setze mich auf den Stuhl und stelle nur meine Füße drauf. Mhm. Und das sehen wir jetzt. Und hier werden die Waden und die Oberschenkel jetzt nur gelockert. Das und sieht man jetzt sehr gut bei dir. Man sieht hier die Vibration. Da können Sie ruhig in der Vibration selber ein bisschen hochschalten, ein bisschen mehr nehmen an Vibration als normal beim Training. Dann sieht man hier sehr schön, wie hier die Beine, gerade hier die Unterschenkel zum Beispiel, gelockert werden. Das ist das, wo Krampfpotenzial auch besteht. Mhm. Ne? Gerade hier Unterschenkel, also auf der Seite hier unten und dann hier auf der Seite. Da kann man das schön lockern. Ich mache mal ruhig ein bisschen höher, ruhig mal auf 10, 11 schalten. Die Vertikale auch mit. Hier sieht man das sehr gut. Wie schön das gelockert wird hier, wie beim Physiotherapeuten. Ich habe jetzt natürlich keine medizinische Studie gemacht, aber ich weiß, seit ich das regelmäßig mache, habe ich nachts keine Wadenkrämpfe mehr. Ich sage mir jetzt einfach, es liegt am Vibrationstrainer. Und das ist natürlich nur noch als i-Tüpfelchen. Die Trainingserfolge sind da, die spürt man sofort. Und hier natürlich dann auch die Lockerung in den Beinen, phänomenal. Sehr, sehr angenehm. Das kann ich nur bestätigen. Also Sie sehen, dieses Trainingsgerät ist ganz vielfältig einsetzbar. Also im Bereich des Muskelaufbaus, des Muskeltrainings, aber auch im Bereich der Dehnung und im anderen dann im Bereich der Massage, der Muskellockerung. Also 3 Bereiche, wo Sie den wunderbar einsetzen können. Und heute hier im Angebot des Tages für 237,41 Euro. Das ist unser beliebtester Vibrationstrainer aus dem Hause New Gym Medicals. Ich verstehe warum, weil er einfach so toll ist und auch weil die Vibration hier, diese doppelte Vibration, sehr schön auf die Muskulatur wirkt. Und sehen Sie, wie entspannt ich hier sitze, und das ist abends ohne Probleme mal möglich. Den Vibrationstrainer kriege ich auch überall unter. Ich habe ihn bei mir unterm Bett stehen, aber abends hole ich ihn gerne mal auch ins Wohnzimmer. Ist auch kein größeres Problem. Und dann stelle ich ihn einfach vor mein Sofa und dann das mal 10 Minuten oder auch eine Viertelstunde machen, während ich die Nachrichten anschaue oder ähnliches. Das ist perfekt und dann fühlt man sich auch noch mal gelockert. Wenn Sie natürlich Lust haben, können Sie auch 2 mal am Tag 10 Minuten trainieren, wenn Ihnen das am Anfang nicht zu viel ist. Natürlich ist dann der Erfolg auch noch mal viel, viel höher. Und so ein Vibrationstrainer ist unglaublich. Sportmediziner überschlagen sich natürlich bei den Leistungen, die wir machen. Und hier sehen wir, für was ein solcher Vibrationstrainer alles der gut ist. Der wirkt quasi auf den ganzen Körper, also steigert die Vitalität, aber auch die Durchblutung. Das merkt man schon direkt am Anfang. Muskeln werden gekräftigt, genauso wie das Skelett. Die Nerven werden angesprochen, auch die Knochen. Da gibt es Studien, dass es da eine Kräftigung gibt. Die Gelenke werden geschont. Das ist ganz wichtig, auch gerade für ältere Nutzer von Vibrationstraining. Also ein sehr gelenkschonendes Training hier. Der gesamte Bewegungsapparat wird hier angesprochen. Und das ist das, was faszinierend ist, was so schön ist an diesen Geräten, dass sie so vielfältig einsetzbar sind und dann aber auch so einen tollen Nutzen dann für ihren Körper haben. Und wie Ralf gesagt hat, sie werden das merken. Alleine, wenn sie das 2, 3 Wochen gemacht haben, werden Sie merken, Sie sind leistungsfähiger. Allein wenn Sie die Treppe hochgehen zum Beispiel, fühlen Sie sich besser, auch körperlich. Wenn man 10 Minuten auf dem Gerät trainiert hat, man fühlt sich danach richtig ausgepowert. Man merkt, die Muskeln haben was getan. Ja. Und man fühlt sich sehr viel besser, weil beim Sport also, ja auch Endorphine freigesetzt werden. Ja, selbstverständlich auch das. Und wenn man das morgens macht, ist man auch gleich fit. Vielleicht neigen Sie ein bisschen, Morgenmuffel zu sein. Das kriegen Sie hiermit auch weg. Und es ist so denkbar einfach, hier was zu tun. Und wenn der Arzt zu Ihnen mal gesagt hat, oh, Sie bräuchten mehr Bewegung, dann ist das hier genau das Richtige. Ihr Arzt wird schon nach 1, 2 Monaten wird er Veränderungen bei Ihnen feststellen.
und sie dann mit Sicherheit auch loben. Mit der Bestellnummer NX1104 und der 569 können Sie jetzt bestellen, 237,41 €, unser Vibrationstrainer für Sie im Angebot des Tages, damit Sie ein bisschen fitter werden und den Sport wieder so richtig Spaß macht.